Jo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Klassenguide zu FLiFE Universe. Heute gucken wir uns den Assist nochmal an. Diesmal in der 1v1-Variante. Ich denke, danach haben wir so ziemlich alles abgedeckt. Außer es gibt noch mehr Wünsche. Und ja, ich probiere es relativ kurz zu halten. Ich persönlich würde eher den AOE-Assisten tatsächlich empfehlen. Weil ich persönlich der Meinung bin, von dem, was ich gesehen habe, dass der 1v1-Assist echt nicht so stark ist am Anfang. Auch das Feedback, was ich so von anderen Leuten gehört habe, ist nicht wirklich begeistert, außer von Burstcrack. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich wirklich positive Meldungen gefühlt gesehen habe darüber. Und ja, nichtsdestotrotz, nicht jeder will AOEen, nicht jeder kann AOEen vielleicht. Also wer zum Beispiel im Handy spielt oder so, ich meine, den Umständen entsprechend ist das vielleicht auch nicht immer möglich. Und deswegen jetzt hier trotzdem 1v1 Assist. Stats, ich persönlich würde Full STR gehen. Da seht ihr auch gleich wieso. Und würde das ganze Gameplay um einen Skill, der sich Tamping Hole nennt, aufbauen. Ja, und zwar ist es so, dass Assist auch Kampfskills hat. Das haben vielleicht viele Leute gar nicht so auf dem Schirm, weil Assist ist ja eigentlich so generell bekannt, ja, für seine ganzen Buffs und so weiter und so fort. Er hat aber auch eben die Kampfskills, unter anderem eben auch Burst Crack. Und der erste Skill hier ist sogar für Level 15 und nennt sich Tamping Hole. Ein Hieb gegen den Gegner mit dem Nackel ausführen. Eine Sekunde Beschwörungszeit und eine Sekunde Ablenkzeit, das heißt, man kann es spammen. Und es skaliert voll auf STR und zwar auch ziemlich gut mit 4,1. Und diesen Skill sollte man max machen und damit erstmal leveln. Warum? Ganz einfach, weil man am Anfang, wie gesagt, was heißt jetzt nicht in diesem Video gesagt, aber bei allen anderen 1v1-Klassen immer schon gesagt, du hast einfach heftige Probleme. Du hast keine Attack-Speed, du hast keine Crit-Rate, du hast keine Hit-Rate, du hast kein Damage, du hast einfach nichts. Das heißt, am Anfang ist es eigentlich grundsätzlich immer so, dass man mit Skills besser levelt, wenn man nichts hat, weil es einfach keine Miss, keine Block, kein Nichts gibt. Also du kommst jedes Mal durch, du weißt genau, mit 4 Skills tötest du den Gegner zum Beispiel und das ist immer so. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen ist es schon sehr empfehlenswert. Und dann kann man das entweder tatsächlich bis Level 60 durchziehen. Da kann man sich dann natürlich später trotzdem noch Burst Crack dazu holen, wo man vielleicht zumindest 2 oder 3 Mobs zeitgleich tötet. Wenn man jetzt Full STR geht, kann man natürlich nicht richtig AOEen. Aber du könntest trotzdem 2 oder 3 Mobs vielleicht töten. Je nachdem, wie man selber so drauf ist. Und auch Power Fist hinzunehmen. Hier muss man halt nur bedenken, je mehr Skillpunkte man hier in die Kampfskills investiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man seinen Reskill wahrscheinlich mal benutzen muss, weil man hat halt nicht unendlich Skillpunkte und die Buffs sind trotzdem nicht unwichtig, auch wenn man mit Skills levelt. Ja, und welche Buffs sind wichtig? Also als Doppel-Assist hat man natürlich wie immer den Vorteil, dass man zweimal Buffs hat, einmal durch den Supporter und einmal durch sich selbst. Beef-Up wäre auf jeden Fall nicht schlecht, weil der direkt den Schaden von dem Skill drastisch erhöht. Und Patience-Heap-Up natürlich, dass man nicht stirbt, Quick-Step, dass man schnell zu dem Monster kommt, Haste, theoretisch, falls man mal nicht mehr mit dem Skill-Level später. Also falls man zwingend auf Auto-Attacks gehen möchte später, dann wäre natürlich Haste vor Quickstep auf jeden Fall und vielleicht sogar vor Patience und oder Heap-Up, also eins von beiden schon. Aber dann vielleicht früher noch Haste machen. Aber es kommt halt darauf an, also wenn man jetzt nur mit Skills levelt, dann braucht man Haste nicht. Aber wenn man später auf 1v1 wechseln will, dann natürlich Haste und Accuracy wie bei allen 1v1-Klassen. Und genau. Wenn man denn wirklich auf 1v1 switchen will, geht das eigentlich auch frühestens ab Level 30 wirklich gut. Also auf Auto-Attacks besser gesagt, 1v1 sind wir die ganze Zeit. Weil man dann hat man Accuracy, das heißt, du kannst mit beiden Chars zusammen Accuracy und Haste Max haben auf Level 30. Und zusätzlich noch Beef-Up und Heap-Up sollte sich eigentlich ausgehen. Oder zumindest Heap-Up ein bisschen und Beef-Up ein bisschen. Und dann sollte man damit dann spätestens dann zumindest ein bisschen 1v1, also mit Auto-Attacks leveln können. Sollte dann schon halbwegs gut zumindest funktionieren. Und dann kann man selber entscheiden, levelt man weiter mit Tamping Hole oder Auto-Attacks. Das muss dann jeder selbst für sich entscheiden. Shield, wie immer, einfach die Green Shielder. Sie geben zusätzliche Stats, außerdem einen sehr hohen Death-Wert. Also wenn man jedes Green Shield immer hat, sollte man sehr, sehr gut dabei sein. Und ja, sind auch nicht sehr selten. Also sind schon selten, aber nicht ultra selten. Und ja, sollte man schon haben. Ist aber auch nicht so schlimm, wenn man es nicht hat. Bei den Nackeln ist es tatsächlich so, dass es relativ egal ist, was für einen Nackel ihr habt. Also grundsätzlich ist es natürlich so, die Green Nackel sind nicht schlecht durch den hohen ATK-Wert. Bei Nackeln ist aber allerdings ein bisschen seltsam. Der hohe ATK-Wert ist nämlich ziemlich niedrig. Und
Ja, ich meine, im Low Level jetzt hier Level 26, keine Ahnung, was willst du da groß für einen Knuckle haben? Also gibt es nicht wirklich was, was dir was bringt. Steenuckle ist der erste, wo tatsächlich STR gibt und Attack Speed, also sowohl für Tamping Hole, zusätzlicher STR-Bonus, als auch für Auto-Attacks 5% Attack Speed. Also das wäre wohl der Go-To-Knuckle. Allerdings muss man da dazu sagen, er hat einen extrem schlechten ATK-Wert, weil wenn ihr euch mal anguckt, der hat nur einen ATK-Wert von 106 bis 108. Antinane Knuckle hat einen ATK-Wert von 126 bis 128. Das heißt, für Auto-Attacks durch die 5% Attack Speed müsste Steen Knuckle eigentlich trotzdem besser sein. Durch Tamping Hole 3 STR wird wahrscheinlich tatsächlich nicht ausreichen. Das heißt, hier wäre tatsächlich der Antinane Knuckle für Tamping Hole doch besser. Steen Knuckle wäre aber trotzdem keine schlechte Option, wenn ihr jetzt keinen Bock auf die Quest habt oder so. Dann könnt ihr auch, sofern ihr einen habt, den Steen Knuckle stattdessen verwenden. Aber dann ist ja eben schon das Ding, naja, gut, sobald die Knuckle dann wieder besser werden. Also hier der Gigaton Knuckle zum Beispiel löst spätestens auf jeden Fall den Steen Knuckle ab, wenn ihr Tamping Hole benutzt. Wenn ihr Auto-Attacks macht, wird der Steen Knuckle wahrscheinlich noch ein bisschen länger gut sein. Aber irgendwann hier, wenn die ATK-Werte auf 150, 160 zugehen, wie gesagt, Steen Knuckle hat nur knapp über 100. Irgendwann wird halt der reine ATK-Wert wahrscheinlich so krass überwiegen, dass sogar die 5% Attack Speed nicht mehr ins Gewicht fallen. Und ja, ich finde die Knuckle persönlich am schlechtesten designt. Das sind mit Abstand die langweiligsten Waffen im ganzen Spiel von den Low-Level-Waffen. Die sind einfach so irrelevant und die Effekte sind so unglaublich schlecht. Also keine Ahnung wieso, aber ich bin absolut kein Fan von den Knuckles. Also Steen Knuckle, yo, aber schlechter ATK-Wert, also ist auch nicht das Wahre, leider. In Sets ist es ähnlich, also das 15er Set, wenn ihr noch mit Tamping Hole auf jeden Fall spielt, braucht ihr definitiv nicht. Es verringert euren FP-Verbrauch, ansonsten bringt es euch im Endeffekt gar nichts. Genau, außer halt einen ganz okayen Death-Wert, aber der fällt halt sehr schnell weg, weil man ja sehr schnell Level 20 erreicht und dann die NPC-Sachen ab Saint Morning dann schon wieder besser sind, was den Death-Wert angeht. Das Level 30er Set. Auch noch ein zusätzlicher Grund, frühestens ab Level 30 auf 1v1 zu switchen. Accuracy, Haste, Max, zusätzlich Talin-Set, 10% Hitrate, 7 Crit-Rate und nochmal 10% Attack Speed. Ist eine ziemlich solide Kombi, also wenn man das alles hat, also Accuracy Max, Haste Max, eventuell sogar Beef Up Max, später noch Cannonball und das Talin-Set plus den Steenuckle, dann hat man ganz gute, solide Basiswerte. Aber das ist natürlich ganz schön viel, was man haben muss. Tamping Hole, Build, Tamping Hole, wie auch immer, kann man halt einfach spielen, ohne irgendwas zu haben im Endeffekt. Also man braucht im Endeffekt einfach nur genug HP, dass man nicht stirbt und das war's eigentlich. Also ja, ist ein bisschen aufwendiger, aber lohnt sich auf jeden Fall. Beziehungsweise, wenn man diesen Spielstil spielt oder weiterverfolgt, dann lohnt es sich definitiv, das Talin-Set zu tragen. Und danach ist es eigentlich irrelevant. Also Flurry ist tatsächlich ein Support-Set. Es gibt Cast-Time. Cast-Time wirkt sich zum Beispiel nicht auf Tamping-Hole aus. Und das ist dementsprechend für den 1v1-Assisten komplett irrelevant, weil es ansonsten auch nur Int und verringerten Verbrauch gibt. Also egal. Und danach kommt sowieso nichts mehr, leider. Ähnlich wie beim AOE-Assisten, da habe ich es leider im Video vergessen, aber noch in die Kommentare geschrieben, ist dann das Level ab 50 bis 53 CW-Set, das man relativ günstig finden kann. Das zeichnet sich einerseits durch einen extrem geilen Death-Wert aus. Außerdem gibt es hier 100% zusätzlichen Schaden. Und 10% Hitrate und noch ein paar andere Stats wie Death und MP, aber vor allem guten Death-Wert, also ist eher für AOE-WPs interessant, beziehungsweise AOE-Assisten. Aber zumindest die Boots hier mit 100 Zusatzschaden wäre für Tamping Hole auf jeden Fall auch interessant, beziehungsweise generell das ganze Set könnte man mit Tamping Hole auf jeden Fall benutzen. Als 1v1-Assist wäre hier weiterhin Auto-Attack-Assist wäre hier weiterhin Talin maßgebend. Und Schmuck ist relativ simpel: Wenn ihr mit Tamping Hole spielt, dann nehmt ihr Vigors und Demoise. Wenn ihr Auto-Attacks benutzt, dann eher Arex und Demoise, aber Vigors und Demoise ist mit Auto-Attacks auch okay. Also ihr habt mit Assist tatsächlich eine relativ gute Hitrate, wenn ihr das Level 30er Set, Talin Set tragt und wie gesagt, Accuracy Max und so, das heißt, ihr könntet auch wahrscheinlich auf Vigors einfach gehen. Und das war's schon. Das war eigentlich alles, was es so zum 1v1-Assisten zu sagen gibt, zumindest von meiner Seite aus. Also ihr habt quasi die Wahl zwischen Tamping Hole, Skill Build, eventuell später in Kombination oder erweitert durch Burst Crack auf zumindest ein, zwei Monster, weil die Monster teilweise schon echt viel Schaden machen. Also mehr als zwei wird wahrscheinlich da auch nicht wirklich möglich sein. Und wie gesagt, Power Fist, aber darin muss man halt echt viele Skillpunkte investieren. Geht sich dann vielleicht mit den Buffs, die man unbedingt haben will, nicht wirklich aus. Und wie gesagt, könnte sogar später dazu führen, dass man tatsächlich rescalen muss, wenn man Tamping Hole und Power Fist und oder zusätzlich auch noch Burst Crack ermaxen würde. Das wären ganz schön viele Skillpunkte. Also
ja, ist nicht so empfehlenswert. Also Tamping Hole reicht normalerweise und später dann entweder auf Auto-Attack switchen oder tatsächlich bis 60 mit Tamping Hole durchziehen. Das muss jeder selber wissen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns im nächsten FlyFUniverse-Video oder Guide wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.